So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Minion Masters, der 104., wenn ich richtig gezählt habe, und wenn nicht, dann ist es auch egal. Ich habe ein bisschen weiter gespielt seit dem letzten Mal. Ihr könnt es hier sehen, wir sind auf Diamant 3, aber nur gerade so auf Diamant 3. Wir waren vorher auf Diamant 5, glaube ich, am Ende der letzten Episode, also zumindest ein bisschen Fortschritt. Der Fortschritt geht jetzt nicht mehr so schnell voran wie noch vor kurzem. Also jetzt, seit ich auf Diamant bin, ja, zieht sich die Sache so ein bisschen hin, aber das war auch zu erwarten. Und wir haben ja trotzdem noch jede Menge Zeit. Also es sind noch 18 Tage in dieser Saison. Und ja, also ich denke, da sollte nach oben hin schon noch einiges möglich sein. Selbst wenn wir jetzt vielleicht in dieser Episode, also meine Erwartungen an diese Episode sind jetzt nicht allzu groß, ehrlich gesagt. Könnte mir sogar gut vorstellen, dass wir nochmal absteigen jetzt auf Diamant 4. Wäre jetzt aber auch nicht so schlimm, dass das raubt mir nicht meine Motivation, in dieser Saison noch was erreichen zu wollen. Habe ich das gerade richtig gesagt? War das grammatikalisch korrekt? Es raubt mir nicht meine Motivation, habe ich das so gesagt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also wie gesagt, wir haben noch 18 Tage. Selbst wenn diese Episode jetzt hier ein bisschen schief gehen sollte, ich sage das mal vorsichtshalber, selbst wenn das ein bisschen schief gehen sollte, bringt mich das nicht aus dem Gleichgewicht. Meine Zielsetzung bleibt gleich. Wir konzentrieren uns auf den Mannschaftskampf in dieser Saison. Vielleicht sollte ich mal die Brücke einnehmen, oder? Naja, ich habe nicht wirklich das Richtige dafür, aber was soll's. Wir konzentrieren uns auf den Mannschaftskampf in dieser Saison. Na, ein bisschen blöd. Wobei, das geht jetzt eigentlich. Es ist nicht so schlecht gelaufen mit unserem Inkubus da unten. Ja, also wir schauen, dass wir im Mannschaftskampf möglichst viel erreichen. Das sieht jetzt hier nicht so wirklich gut aus. Ah, ich habe nicht richtig getroffen. Das war blöd. Hier stand mal den Seelendieb hin. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt hat mich der Kampf zu sehr überrascht. Beziehungsweise nicht wirklich überrascht, sondern wieso gibt er da einen Daumen hoch? Da habe ich doch gar nichts gemacht. Der ist schon wieder ein bisschen zu weit, leider. Vielleicht kann ich da mal schnell. Oh shit, 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 shit. Ja, noch ein bisschen Unterstützung, dann könnten wir den vielleicht wegkriegen. Ah, Mist, nee, kriegen wir nicht mehr hin. Nee, nee, das wird nichts. Leider nein. Und der ist jetzt auch schon auf Stufe 3, dieser Arkan-Golem. Allerdings wird er jetzt, ja, das war gut gemacht von unserem Mitspieler, super. Oh, das war blöd gelaufen, aber das kriegen wir auch noch hin. Ja. Der gibt viele Daumen nach oben. Jetzt fühle ich mich fast versucht, auch mal einen Daumen nach oben zu geben. Einfach nur so aus Höflichkeit. Aber ehrlich gesagt mache ich das eigentlich nie. Ich mache so das Normale an Höflichkeit. Good luck, have fun und sowas. Aber, naja, nee, das ist jetzt ein bisschen. Oh shit, Okay, das geht noch alles, das geht noch alles. Kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Ah, das haben wir nicht so gut hingekriegt. Nicht so gut, wie ich dachte, jedenfalls. Da bleibt es zumindest mal kurz stehen, dieser Typ hier. Und das kann schon ausreichen, der nimmt jetzt ordentlich Schaden. Der Koloss, jetzt ist es sogar umgedreht, okay. Damit hatte ich jetzt gar nicht mehr wirklich gerechnet. Das hatte ich auch gar nicht gesehen, dass mein Mitspieler das vorhat. Ja, okay. Können wir eigentlich auch noch gleich noch ein bisschen, Unterstützung hinschicken? Ja, also was ich vorhin noch sagen wollte, ist, wir haben noch massig Zeit. Und den größten Fortschritt mache ich eigentlich meistens, na, ganz am Anfang einer Saison, wenn ich noch auf niedrigem Niveau bin. Und dann den zweitgrößten Fortschritt mache ich dann meistens ganz am Ende einer Saison, wenn die guten Spiele schon weiter oben stehen in der Rangliste. Jetzt sind wir gerade so in der Mitte der Saison. Das ist so die Phase, in der ich meistens nicht so wahnsinnig viel Fortschritt mache. Also insofern ist das jetzt, wie gesagt, für mich nicht so wahnsinnig tragisch. Wenn wir jetzt mal eine Weile feststecken,
Was wir mindestens schaffen wollten, war ja der Meisterrang. Und da sind wir jetzt schon gar nicht mehr so weit davon entfernt, wenn wir jetzt bereits auf... auf Diamant 3 sind. Das sieht jetzt scheiße aus. Das sieht furchtbar aus für uns hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, vielleicht kriegen wir da... ja. Ah, ja, gut. Einen Teil davon haben wir wegbekommen. Jetzt habe ich aber... jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Nee, wir haben die nicht wirklich wegbekommen, diese Arkan-Golems hier. Einen haben wir wegbekommen. Vielleicht kriegen wir noch einen zweiten weg. Ja, wir kriegen noch einen zweiten weg. Ah, wir kommen gerade noch mal so durch, kurzzeitig zumindest. Also wir sind noch am Leben. Aber was Besseres kann ich jetzt im Moment auch nicht zu der Situation sagen. Also wir sind noch am Leben. Wir treten noch um uns. Wir wehren uns gegen unseren Tod. Aber mehr... ah, Mist, der hat noch einmal zugeschlagen. Im Moment tut jeder Schlag wirklich weh. Ah, shit. Auch das tut weh. Und mein Seelenlieb ist auch noch tot. Wie ist der denn jetzt gestorben? Wir dürfen die nicht mehr zuschlagen lassen. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Oh je, ein Drache. Ich kann im Moment nicht wirklich was dagegen tun. Oh shit. Und der... oh nein. Ah, okay, der wurde umgedreht. Das ist okay. Das ist okay, dann können wir da vielleicht auch nochmal was schaffen. Da drüben brauchen wir das hier und das hier und das hier und möglichst einfach alles. Wir haben das hier noch nicht verloren. Wir haben es noch nicht verloren. Wir haben es auch nicht gewonnen. Aber wir könnten hier nochmal... ah, shit, wenn wir jetzt den Arkan-Golem nicht verloren hätten vielleicht. Das wäre ganz, ganz toll gewesen. Wir haben unseren Gegner immerhin auf unter 1000 bekommen. Das ist nicht so schlecht. Okay, okay, okay. Das hier dahin. Den hier noch als Schutz davor. Unseren eigenen Arkan-Golem mit dazu. Ja. Sieht okay aus. Ah. Es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Hier nochmal einen Heilzauber hin. Jetzt könnten wir es schaffen. Jetzt können wir es schaffen. Und. Ja. Puh. Das war spannender, als ich angenommen hatte. Seltsamerweise ist der Ton heute wahnsinnig laut hier bei mir. Das wird bei euch nicht mehr zu hören sein, aber bei mir... na gut, das muss ich jetzt durchstellen. Wenn ich jetzt mitten in der Episode die Lautstärke ändere, dann ist das blöd. Dabei ist er eigentlich viel leiser eingestellt als sonst, aber naja. Komisch, irgendwie bei jedem neuen Windows-Update oder auch jedes Mal, wenn ich den Kopfhörer aus und wieder einstecke, irgendwie irgendwas stimmt da nicht, ich weiß nicht. Naja, egal. Da muss ich jetzt eben durch. Und das ist immerhin, das war eine Siegesserie. Also wir waren noch in einer Siegesserie drin. Und das heißt, wir haben jetzt schon mal ordentlich Abstand zum Abstieg bekommen. Müssten jetzt also, ja, 3 Spiele müssten wir verlieren, um noch abzusteigen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Also wir werden wahrscheinlich, oder wir werden vielleicht insgesamt in der Episode 3 Spiele verlieren. Das kann gut sein. Aber ich hoffe, dass wir nicht 3 Spiele hintereinander verlieren. Und wenn wir jetzt nochmal eins gewinnen, mit dieser Siegesserie im Rücken, dann, denke ich, sind wir zumindest vor dem Abstieg gesichert. Ja, war ein ziemlich spannendes Spiel. Ich habe ehrlich gedacht... meine Worte. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass wir verlieren. Also ich habe am Anfang, war ich ganz zuversichtlich, dachte ich, das läuft gut. Und dann kam aber diese Druckphase unseres Gegners, als er uns auf bis auf 500 Lebenspunkte, glaube ich, runtergebracht hat. Und in der Phase dachte ich wirklich, das wird nichts mehr.
Aber wir haben es nochmal umgedreht, sind zurückgekommen, haben das ganz gut gemacht. Das ist scheiße, ich habe nicht das, was ich hier eigentlich gerade haben möchte. Ah, das war gut, das war gut. Nur die Nahkampfeinheit hat überlebt. Na, ah, was ist denn heute schon wieder mit meiner Zunge los? Gut, jetzt haben wir hier zwei Seelendiebe, das wäre nicht unbedingt nötig gewesen, hätten wir uns ein bisschen besser abstimmen sollen. Ui, da werfe ich mal gleich dieses Ding hier drauf. Damit das hier nicht zu viel Schaden anrichtet, ja. Das ist okay. Trotzdem nehmen wir hier hinten ein bisschen Schaden und das sollten wir vermeiden. Was mache ich da? Ich warte am besten, bis ich den Inkubus habe. Gut, mein Mitspieler hat auch was gemacht, das wäre jetzt schon gar nicht mehr so wahnsinnig nötig gewesen. Aber ist okay. Sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie das hier ausgeht, ehrlich gesagt. Seelendieb, ja. Ja, okay, durch die Unterstützung unseres Mitspielers. Wie gesagt, meine Worte heute, meine Sprache, dass das irgendwie klappt das heute nicht so richtig. Vielleicht kann ich mich damit entschuldigen, dass das Spiel relativ anstrengend ist gerade eben. Und auch die letzte Runde war ja doch ziemlich knapp, wie ihr gesehen habt. Okay. Ah, Mist, ich hatte gehofft, wir kriegen die Armbrustler noch früher raus. Okay, da drüben bräuchte ich dann was Fliegendes, weil das da... Ah, ich hätte vielleicht auch... Naja, vielleicht hätte ich Betäubungsulane nehmen sollen. Das wäre eigentlich besser gewesen. Dann hätten wir nicht so viel Schaden jetzt hier genommen. Aber gut, wir sind immerhin die Einheit losgeworden. Das ist blöd. Den Arkan-Golem werden wir nicht retten können. Und auch davon abgesehen haben wir da wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten gleich. Mit diesem Succubus. Ja, wobei, den haben wir jetzt eigentlich ganz ordentlich wegbekommen. Ich will auch ständig irgendwie zwei Worte auf einmal sagen. Weil es auch ständig zwei Dinge auf einmal gibt, die ich sagen könnte. In dieser Runde hier. Und dann kommt halt am Ende kein richtiges Wort dabei heraus. Sondern nur zwei halbe. Oder zwei gemischte. Jetzt habe ich keine wirklichen Lufteinheiten. Ich habe... Das hier kann ich mal spielen. Ja, das war besser als ich dachte. Hat ganz okay funktioniert soweit. Okay. Dann mache ich das mal. So. Oh je. Vielleicht kommt dieser Zauber durch auf Bara. Ja, er hat's geschafft, der Zauber. Na, kriegen wir auch den blöden Panzer hier noch schnell weg. Ja, das klappt auch einigermaßen. Ah, Mist. Ja doch, es geht noch. Hätte schlimmer laufen können. Ja, da, den schießen wir einfach mal ab, würde ich sagen. Und diesmal nehmen wir jetzt doch mal die Betäubungsulane, weil sonst... Mist. Nicht wieder auf meinen... Nicht wieder... Nein, nicht auf meinen Arkan-Golem gehen. Ah, Mist. Auch der Typ hier noch. Naja, da muss ich jetzt einfach mal den Kettenblitz einsetzen. Auch wenn der da nicht optimal eingesetzt ist. Oh,
Oh je, oh je. Ja, da hat unser Mitspieler, glaube ich, seinen Drachen ein bisschen zu früh eingesetzt. Das war nicht die richtige Drachensituation, finde ich. Ja, wobei, das ist jetzt ganz gut, was er hier macht, natürlich. Das könnte jetzt noch mal ein bisschen Entspannung geben. Und doch, da nehmen wir jetzt sehr, sehr viel Schaden. Ja, nee, noch mit diesem Silo hier im Hintergrund, das ich jetzt auch nicht wegbekomme. Den Drachen haben wir wegbekommen, aber das Silo nicht. Ja, nee, das ist... Wir sind da zu schwer verletzt jetzt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendwie... Dass wir das noch irgendwie hinbekommen. Ja, ja, und da ist jetzt nochmal... Oh mein Gott, jetzt haben wir nur noch 50. 50 Lebenspunkte, das kann eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Ich kann jetzt nochmal schnell eine Betäubung einsetzen. Oh mein Gott, das sind zwei Drachen hier. Nee, 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 nee. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen aggressiver spielen sollen. Unser Gegner war ja auch nur noch bei 830 Lebenspunkten, wie ich gerade eben gesehen habe. Aber ich meine, 830 sind halt schon noch eine Menge. Das ist nichts, was ich jetzt mit ein paar Zaubern irgendwie hätte dem Gegner abnehmen können. Da hätte es schon mehr gebraucht. Da hätten wir schon noch mal wenigstens einen guten Angriff durchbringen müssen. Und wir waren so in der Defensive jetzt auch mit diesen ganzen Drachenangriffen, dass es dafür einfach nicht gereicht hat. Ja, ich meine, vielleicht hätte ich... Ich weiß nicht. Wenn ich mich mehr auf den Angriff konzentriert hätte, dann hätten wir wahrscheinlich oder möglicherweise noch früher verloren, also. Ja, und spätestens mit diesen zwei Drachen hier, da war nichts mehr zu machen. Das war eine harte Runde. Wir waren nicht so wahnsinnig schlecht, finde ich. Also ich finde zumindest, dass ich nicht so wahnsinnig schlecht gespielt habe, ehrlich gesagt. Ich habe zumindest schon mal schlechter gespielt. Ja, das hat nicht so gut funktioniert, was unser Mitspieler da gemacht hat. Ich weiß nicht, wie genau er sich das vorgestellt hatte, aber das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Okay, was machen wir jetzt mit diesem Typen da hinten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht so ganz das Richtige auf der Hand dafür. Ja, das ist besser, was mein Mitspieler da hat. Ja, das ist leider auch nicht so toll, diese blöde Wolke. Immerhin ist sie jetzt weg. Und ja, okay, unsere Seelendieb ist auch weg, aber unser Gegner musste dazu nochmal einen Feuerball einsetzen. Und wir haben beide Brücken, das ist jetzt nicht so übel. Wir haben auch schon einen Vorteil bei den Erfahrungspunkten, der Vorteil wächst jetzt. Da werde ich jetzt warten müssen, bis die Fernkämpfer erstmal so ein bisschen weg sind. Na, Mist. Geht nicht. Ich muss jetzt spielen, weil ich habe nichts Besseres auf der Hand. Ich hätte lieber erstmal was anderes gespielt. Erstmal irgendeine andere Einheit. Vielleicht eine Nahkampfeinheit oder so. Ich meine, das sind auch Nahkampfeinheiten, die Betäubungsulane. Aber ich meine, es hat ganz gut funktioniert. Ich beschwere mich jetzt völlig unnötig im Grunde. Trotzdem, ich hätte es eigentlich gerne anders gemacht. Aber ja, es läuft okay. Aber ich hatte eben die ganzen Zauber auf der Hand. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich konnte es nicht anders machen, weil ich nur Zauber und keine Einheiten auf der Hand hatte. Und deswegen wird es jetzt auch mal Zeit, ein bisschen Zauber abzubauen. Ja, ja, es hat unseren Vorboten leider erwischt. Und ich habe jetzt keine Farmkopf-Einheiten, um hier diesen Drachen zu erledigen. Ja, da habe ich... Ja. Ah, Mist. Nee, die haben sich jetzt ein bisschen bewegt. Und dieses bisschen hat gereicht, dass mein Zauber ins Leere gegangen ist. Das war jetzt blöd. Allerdings ist unser Gegner auch schon ziemlich weit unten, was seine Lebenspunkte angeht. Naja, so weit unten auch wieder nicht, aber die Hälfte hat er immerhin verloren. Mist.
Ja, ich sehe selbst, dass da oben einiges steht, aber ich weiß nicht richtig, was ich dagegen tun soll. Nicht so, dass ich jetzt da haufenweise Zeug auf der Hand hätte. Aber wir sind sowieso gleich durch. Das Spiel ist gewonnen. Ja. Okay. Ja gut, ich meine, die Siegesserie haben wir jetzt natürlich verloren durch die letzte Runde, die wir auch verdient verloren haben. Das muss man sagen, da waren unsere Gegner einfach ein Stück besser. Aber es sieht trotzdem nicht so übel aus. Zwei Siege, eine Niederlage und wir sind recht weit vom Abstieg entfernt. Also der schlimmste Fall wird wohl nicht eintreten, dass ich hier einen Rang wieder verliere, den ich schon mal erobert hatte. Ob wir nach oben hin viel schaffen in dieser Episode, das ist allerdings fraglich, weil, also wir sind ja doch ziemlich weit davon entfernt, hier nochmal einen Rang aufzusteigen. Das könnte nur klappen, wenn wir jetzt wirklich nochmal eine neue Siegesserie uns holen. Da rechne ich jetzt nicht unbedingt damit. Okay, unser Mitspieler macht da schon was. Da ich das mal so und dann vielleicht den hier dazu. Na, der wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, glaube ich, der Inkubus. Aber ja, ein Fehler ist es auch nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal beide Brücken. Ja, habe ein bisschen zu spät gespielt, deswegen war mein Inkubus schon betäubt. Das war jetzt schade. Das hätte besser laufen können. Ich bräuchte da unten den Seelendieb. Der könnte jetzt hier sehr viel anrichten. Allerdings müssen wir halt auch die obere Brücke im Auge behalten. Ja, aber das sieht jetzt okay aus, würde ich sagen. Ich meine, da ist ja noch ein Barer. Der ist jetzt erstmal betäubt. Und wenn der Barer nochmal angreift. Ja, okay. Hat sich erledigt. Der Seelendieb hat sich allerdings auch erledigt. Schade. Da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft von dem. Der hat leider nicht sehr viel Schaden beim Gegner angerichtet. Aber wir kommen jetzt mal durch. Haben wieder beide Brücken erstmal. Kann hier nochmal einen Heilzauber sprechen. Ja, der Barer ist allerdings hinüber. Der war nicht mehr zu retten. Und jetzt haben wir beide Brücken verloren erstmal. Aber wir haben unseren Gegner um ungefähr die Hälfte seiner Lebenspunkte gebracht. Ja, fast die Hälfte zumindest. Wir haben die Brücken wieder zurückgeholt. Wir sind immer noch vorne, was die Erfahrungspunkte angeht. Oh je. Ja, ich hätte es lieber gehabt, wenn der Kettenblitz in die andere Richtung gegangen wäre. Und den Kerl hier erledigt hätte. Könnte auch mal wieder den Seelendieb gebrauchen. Ja, wobei, jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Trotzdem, vielleicht richtet er noch ein bisschen was an. Ja. Ja. Hat sich schon noch gelohnt. War nicht perfekt, aber hat sich noch gelohnt. Ja, das sieht gut aus. Das dürfte jetzt eigentlich dann reichen. Okay. Das rettet unseren Gegner jetzt vorerst nochmal kurz, aber nur noch kurz, wirklich. Also, und er überlebt keinen weiteren Angriff mehr.
Haie. Na, vielleicht hätte ich den Kettenblitz jetzt auch lieber woanders einsetzen sollen. Nämlich im Angriff. Um da nochmal ein bisschen mehr Schaden anzurichten. Weil wir sind ja schon sehr, sehr nah dran, unseren Gegner zu töten. Da hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen Vorboten hier verteidigen müssen mit dem Kettenblitz, aber gut. Ja, okay. Okay. Es wird funktionieren. So oder so. Ja. Und okay, das sind jetzt schon wieder zwei Siege in Folge. Das heißt, ja, die Belohnungen ist interessiert mich nicht so wahnsinnig, aber okay. Das heißt, den halben Weg haben wir geschafft. Hier den halben Weg zu Diamant 2. Und wenn wir jetzt nochmal gewinnen, haben wir wieder eine Siegesserie. Und dann, ich meine, theoretisch würden jetzt noch zwei Siege hintereinander reichen. Dann wären wir ganz, ganz knapp, oder müssten wir zumindest ganz, ganz knapp auf Diamant 2 kommen. Es sei denn, wir bekommen nur 140 pro Sieg. Dann reicht es ganz, ganz knapp nicht. Aber es gibt noch eine Möglichkeit, das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Es gibt eine Chance, dass wir es schaffen. Wobei, also früher oder später wird auch mal wieder eine Niederlage kommen. Ja, da wäre jetzt natürlich ein Seelendieb super. Haben wir aber eben nicht. Machen wir es halt so. Ist auch okay. Mal schauen, was unser Gegner jetzt damit macht. Aha. Ist gut. Ja. Ich schau mal, dass wir da oben die Brücke ein bisschen schneller bekommen. Naja, ich habe leider ein bisschen zu spät meinen Kettenblitz da ausgespielt. Oder zu früh. Eins von beiden. Auf jeden Fall war das nicht geschickt. Und kann ich jetzt gerade eben nicht viel dagegen machen, ehrlich gesagt, gegen diesen Angriff. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen unglücklich gespielt. Das ist gar nicht so toll. Ja, der hier wäre jetzt eigentlich besser, der Verteidigungshäcksler. Ja, ich bekomme schon den Verteidigungshäcksler. Ja. Ah, Mist. Mist, wenn der Seelendieb jetzt da noch geblieben wäre, wenn der hier aus zweiter Reihe hätte angreifen können, dann hätten wir diesen Angriff hier relativ gut überstanden. Jetzt wird es ganz, ganz knapp. Nee, das war nicht gut, was wir hier gespielt haben. Ja, ich weiß schon. Jetzt habe ich wieder den Inkubus gerade eben im falschen Moment gespielt. Im falschen Moment und auf die falsche Brücke. Da unten kann ich den Arkangolem nicht retten. Nee. Ja, was will er mir denn damit sagen mit diesem Ausrufezeichen? Man muss ja trotzdem irgendwie irgendwas spielen. Achso, der wollte den Gehalt haben, ja, aber ich muss ja auch verteidigen. Der Vorbote hätte uns jetzt nicht gegen die ganzen Skelette da unten verteidigt, weil der greift ja nur mit ungefähr 2 Schlägen pro Minute an. Also, ich verstehe schon, was er will, aber beziehungsweise ehrlich gesagt habe ich lange Zeit nicht verstanden, was er will. Und solche. Das macht mich dann eher konfus, wenn dann Spieler irgendwelche Forderungen stellen, plötzlich mit Spielern. Über die ich dann erstmal ein paar Sekunden nachdenken muss. In der Zeit hat der Gegner schon wieder irgendwas gespielt und ich bin zu spät dran. Also. Naja. Was Besseres habe ich halt gerade nicht zum Ablocken.
Ja, den kann ich vergessen, den Akangolan da oben. Nee, 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 das mit der Siegesserie, das können wir uns in die Haare schmieren, um mal einen Ausdruck zu gebrauchen, den schon meine Großeltern benutzt haben. Ich habe mir schon ewig nicht mehr wörtlich irgendwas in die Haare geschmiert, ehrlich gesagt. Nein, 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 ah, Mist, ich dachte, der wäre schon tot. Oder praktisch tot. Das war jetzt wirklich das Blödeste, was ich spielen konnte. Das war gar nicht gut. Das war mein Fehler. Ich meine, natürlich war es mein Fehler, was ein Fehler sonst. Und auch hier hätte ich die Reihenfolge umgekehrt machen sollen. Ich hätte zuerst den Zauber spielen, zuerst den Arkangolem spielen müssen und dann den Zauber. Wir sind auch hinten dran, was die Erfahrungspunkte angeht. Und dann ist das hier einfach nur schlecht auf allen Linien. Nee. Nee, das war einfach nichts. Wir haben noch nicht mal hier diesen Arkangolem wegbekommen. Nee, nee, nee. Das war... Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass es immer hilfreich ist, dem Mitspieler irgendwelche Anweisungen geben zu wollen, weil der Mitspieler schaut sich schon auch selbst das Spielfeld an. Und dann damit irgendwelchen Aufforderungen abzulenken oder... Ja, also das bringt es nicht wirklich in den meisten Fällen. Ich meine, ich habe ja auch das ganze Spielfeld vor Augen. Ich meine, klar, manchmal übersieht man was. So ganz ungerechtfertigt war das schon nicht, dass er mich auf den Vorboten aufmerksam gemacht hat, aber ich meine, ja, ich glaube, wir wären besser dran gewesen in diesem Fall und auch in dem anderen Fall, in dem er da unten irgendwas markiert hat oder so, wenn er mich einfach hätte spielen lassen und mich nicht irgendwie von dem Kurs abgebracht hätte, den ich eigentlich verfolgen wollte. Und wie gesagt, also selbst wenn ich rechtzeitig verstanden hätte, was er eigentlich von mir will, ich hätte auf jeden Fall ein bisschen Zeit dabei verloren. Und ich habe auch Zeit dabei verloren. Ah, Mist, das war jetzt wieder schlechtes Timing. Aber, na gut. Warte mich mal kurz ab. Okay, jetzt. Jetzt holen wir es. Ja, das passt schon. Das ist okay gelaufen soweit. Mhm. Ich hätte vielleicht mich ein bisschen mehr auf die untere Brücke konzentrieren sollen. Ich meine, die obere holen wir jetzt gut, das ist kein Problem, aber die untere, das sieht jetzt ein bisschen düster aus. Mein Mitspieler hat... Ah, okay. Der hatte keinen Mana, weil er jetzt diesen Zauber hier gespielt hat. Dann ist es okay, weil der Zauber war effektiv. Ja, da oben, das ist jetzt blöd. Da kann ich jetzt gerade eben überhaupt gar nichts machen. Ich meine, ich habe Zauber. Ich habe Zauber. Sobald ich hier mal anhält, kann ich was spielen. Ah, wobei, das hätte ich jetzt auch ein bisschen besser platziert. Ja, wobei, das ist okay. Ist okay. Da haben wir jetzt vielleicht ein bisschen Overkill betrieben. Ein bisschen zu viel da an diese Stelle gespielt. Aber wir haben immerhin dadurch beide Brücken gehalten. Vorerst. Das ist jetzt auch... Na, das ist doch ein kleines Problem. Weil unser Gegner da jetzt massiven Zaubereinsatz betreibt, um uns wegzupusten. Und das ist ihm dann jetzt natürlich auch gelungen letzten Endes. Ach nö, nicht so ein Ding. Na, was soll's. Okay, da warten wir jetzt mal kurz ab. Ich habe halt im Moment wirklich nur den Seelenliebe auf der Hand. Ich muss mal wieder ein paar Zauber spielen. Jetzt ist die Zeit, um Zauber zu spielen. Jetzt habe ich wieder einen Arkangolem. Wunderbar, und dann holen wir uns die obere Brücke. Den betäuben wir mal kurz. Mehr können wir da im Moment nicht tun. Ja, leider ist er nicht ganz tot.
Das ist blöd. Er ist nicht ganz tot. Ah, jetzt ist er tot. Okay. Hätte ich jetzt meine Drohnen gar nicht mehr gebraucht. Ja, die hätte ich jetzt hier unten besser gebrauchen können. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier mit diesem Typen? Okay. Okay. Ich spiele mal kurz den hier. Okay. Der wird jetzt erstmal abgelenkt durch den Vernichter, aber das ist auch okay. Dann betäuben wir hier einfach mal schnell. Okay. Jetzt holen wir uns die obere Brücke erstmal zurück. Ich habe im Moment nichts, nichts, was ich gegen diesen Kerl hier einsetzen könnte. Wobei, jetzt ist er gleich tot. Der ist gleich weg. Ja, da hätte ich jetzt gar nicht unbedingt den Zauber hinspielen müssen, aber das ist auch okay. Das ist jetzt kein großer Verlust, vor allem nicht, weil unser Arkan-Golem... Na, ich dachte, er würde durchkommen. Ich dachte, er würde durchkommen, aber das tut er wohl nicht. Doch, er lebt noch. Allerdings jetzt lebt er gleich nicht mehr. Ja. Ist aber okay. Wir fügen hier unserem Gegner genug Schaden zu. Ich könnte sogar fast nochmal den Ziel in die Pallen. Ja, es lohnt sich nicht wirklich. Das kriegen wir jetzt dann auch so hin. Unser Gegner scheint gar nicht mehr wirklich Lust zu haben, noch irgendwas zu spielen. Naja, die werden jetzt nicht reichen. Die Scrats. Oh je, da kommt doch mal noch mal ein bisschen was durch. Also das sollten wir jetzt nicht zulassen, dass hier... Ja gut, haben wir auch nicht zugelassen. Jetzt hier den Zauber und jetzt... Nee, es reicht noch nicht ganz. Es reicht noch nicht. Na komm schon, 7 Lebenspunkte. Das ist jetzt wohl nicht euer Ernst. Ich hätte doch vorhin den Heilzauber... Oh mein Gott. Er hat nochmal was dazwischen gespielt, unser Gegner. Jetzt aber, komm schon. Ich hätte doch vorhin den Heilzauber auf den Seelenlieb spielen sollen. Dann hätte er da nochmal irgendwie 100 Schadenspunkte oder so angerichtet. Viel mehr wäre es nicht gewesen, aber das hätte gereicht, um die Sache hier schneller zu beenden. Der letzte Angriff hätte nicht mehr sein müssen. Mal kurz auf die Zeit schauen. Wir sind bei 37,50. Okay, da geht noch einiges. Aber ich denke, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass wir heute noch aufsteigen. Wobei es ist, ich meine, wir haben schon noch mindestens 3 Spiele. Und wenn wir die alle gewinnen würden, dann würde es theoretisch noch gehen, aber so wahnsinnig gut spiele ich dann auch wieder nicht. Wobei ich bin einigermaßen zufrieden mit der Leistung hier. Wir haben ein paar Punkte gemacht bislang in dieser Episode hier. Wenn es so weitergeht wie bisher, machen wir noch ein paar. Und dann reicht mir das eigentlich auch schon. Wie gesagt, wir haben noch länger Zeit. Diese Saison geht noch eine Weile. Das reicht, um meine Ziele, oder um mindestens mal das Minimalziel zu erreichen, nämlich den Meisterrang. Und dann können wir mal schauen, was noch nach oben hin geht. Es wäre schön, wenn sogar noch ein bisschen mehr gehen würde, als nur Meister 5 oder so. Der müsste eigentlich an dieser Barriere vorbeigehen und direkt auf den Vernichter hier. Das ist gut. Da schauen wir jetzt mal, ob das eine... Das ist keine Attrappe. Da müssen wir schauen, dass wir den ein bisschen schneller wegbekommen. Ja, den haben wir wegbekommen. Das ist okay. Da können wir... Ah, hätten wir jetzt gar nicht gebraucht. Na, Priesterin ist leider gestorben. Das ist schade. Aber wir haben beide Brücken im Moment. Das ist schön. Der Seelendieb überlebt zumindest noch mal kurzzeitig. Ja, schade, abgeschossen. Okay. Den Scharfschützen habe ich jetzt mal mit den Scrats erledigt. Das war, glaube ich, auch recht effektiv so. Wir können hier jetzt noch mal schnell einen Blitz reinhauen, glaube ich. Ja, der erwischt auch noch die Bogenschützinnen oben. Jetzt müssen wir natürlich hier unten schauen, was wir da anrichten. Was wir da machen gegen diese Einheiten.
Das ist jetzt eine andere Frage. Ich denke, wir kriegen das hin. Allerdings jetzt diese ganzen Statuen, das ist jetzt schon eine Menge Schaden, den wir hier anrichten müssen. Die da drüben kann ich erstmal betäuben, das ist nicht so das Wahnsinnsproblem. Und ja, die andere wird aber jetzt erstmal nicht betäubt. Weil die Betäubungsulanen jetzt beide mit dieser einen hier beschäftigt sind. Also da müssen wir jetzt schon schauen, dass wir... Ja, okay, die eine ist weg, jetzt können die andere betäubt werden und das war's dann auch schon. Nochmal schnell zwei Armbrüste zur Unterstützung und zur schnelleren Einnahme der Brücken. Wobei, so viel hat das jetzt auch nicht ausgemacht. Ja, okay. Ja, der Feuerball, der war jetzt natürlich effektiv. Wie sieht's mit den Erfahrungspunkten aus? Ganz gut, würde ich sagen. Ganz gut. Nicht toll, aber ganz gut. Was machen wir mit diesem Typen da? Ich will erstmal den... Ja, so ist es gut. Ich wollte erstmal den Arkan-Golem spielen, bevor ich irgendeinen Zauber spiele. Wir könnten hier jetzt mal schnell den Blitz... Ja, hat jetzt natürlich nicht gereicht, um hier den Seelendieb zu töten, aber... Ja, leider geht unser Arkan-Golem auf die falsche Einheit. Das ist natürlich immer sehr, sehr blöd. Und der Seelendieb ist schon weitergerannt. Weiter geflogen natürlich. Deswegen haben unsere Scrats den nicht mehr erwischt. Leider. Ich spiele hier mal den Inkubus und hoffe, dass der mit dieser Statue einen relativ kurzen Prozess machen wird. Mit der Unterstützung der Meister natürlich. Ja, ja. Das funktioniert soweit. Das hier, das wird jetzt wieder blöd. Ich hoffe jetzt mal, dass diese Einheiten irgendwie bis zum Vorboten durchkommen. Ja, das schaffen sie. Das ist gut. Der Vorbote ist weg. Das ist auf jeden Fall mal wichtig. Ich habe jetzt keinen Zauber im Moment, um hier unten diesen Scharfschützen wegzubekommen. Da kann ich jetzt im Moment leider gar nichts machen. Aber wir haben eine Menge Schaden angerichtet. Und das sollte dann eigentlich auch schon reichen. Ich, ja, verwende jetzt nochmal den Zauber hier. Den verwende ich jetzt nicht mehr auf den Scharfschützen, sondern ja, genau. Direkt auf den Turm. Das war auch effektiv so. Okay. Dann gleich weiter zur nächsten Runde, würde ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich mitgezählt. Also ich weiß, wir hatten zwei Niederlagen. Ich glaube, es waren zwei. Aber ich habe jetzt bei den Siegen nicht mitgezählt, wie viele wir da hatten. Es waren auf jeden Fall mehr. Deutlich mehr. Es müssten wenigstens fünf gewesen sein, oder? Ich glaube, es waren fünf. Ich habe absolut nicht das Richtige für diese Situation. Aber wir kriegen es trotzdem irgendwie hin. Ja, das war zu erwarten, dass unser Gegner da irgendwas findet, um diese Situation hier in seinem Sinne zu lösen. Der Attentäter müsste eigentlich gleich durch sein. Ja. Ja, okay, unser Inkubus ist jetzt ein bisschen aufgeschmissen. Okay, wir haben den Terror Brutus zumindest mal wegbekommen. Das Hackebeil hier haben wir noch. Der wird jetzt auch unseren Succubus vernichten, leider. Naja. Hätte ich jetzt nicht unbedingt spielen müssen, vielleicht, aber es ist auch okay. Jetzt könnte ich mal hier den Kettenblitz... Ja, wobei, da hätte ich jetzt vielleicht auch besser zuerst noch den Arkan-Golem gespielt, wobei ich glaube, wir hatten jetzt nicht wirklich die Zeit. Ja, und diese Betäubungsulane sind jetzt gar nicht mal so ineffektiv gewesen. Allerdings hat jetzt unser Gegner auch Betäubungsulane gespielt und ich habe im Moment keinen Zauber, um das jetzt... um diese jetzt zu vernichten.
Ich habe gleich einen. Jetzt habe ich einen, aber es kommt zu spät. Ja, es kommt ein bisschen zu spät, leider. Aber wir haben ordentlich Schaden angerichtet. Das ist jetzt schon eine ordentliche Führung. Sieht gut aus soweit. Zu viel einbilden sollten wir uns darauf allerdings nicht. Ja, denn jetzt kommt der Gegenangriff. Ja, und wir nehmen schon auch ein bisschen Schaden, wobei wir das, glaube ich, relativ gut hingekriegt haben. Bis jetzt. Ja, es kommt hier allerdings diese blöde, verdammte Priesterin, die ich wirklich auf den Tod nicht ausstehen kann. Ja, und sie lebt immer noch. Jetzt ist sie tot. Und er ist auf unter 1000. Auf unter 1000 Lebenspunkten, unser Gegner. Würde schon reichen, jetzt nochmal ordentlich durchzukommen mit diesem Angriff hier. Viel mehr brauchen wir dann, glaube ich, schon gar nicht mehr. Ja, wobei, ja, wir kommen nicht durch. Der ist jetzt unverwundbar im Moment, aufgrund dieses blöden Dings hier. Nee, nee, da haben wir viel zu wenig Schaden angerichtet. Jetzt können wir nochmal ein bisschen mehr Schaden anrichten mit diesem Zauber hier. Aber es sind natürlich auch nur 100 Punkte. Und jetzt richtet auch unser Gegner wieder ein bisschen Schaden an. Oh mein Gott. Das war ein vernichtender Schlag. Ja, ja, wir sind auch nur noch bei knapp 1000. Bei gut 1000. Also da sind wir jetzt nicht wirklich viel besser dran als unser Gegner. Ah, Mist, 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 Mist. Zu spät habe ich den gespielt und jetzt ist er verschwendet. Oh je. Oh je, ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade eben die Runde ruiniert. Weil das sieht jetzt richtig, richtig übel aus. Oh, verdammt. Das hätte nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Wobei, das war ein starker Angriff. Ich weiß nicht, ob wir den, wenn ich den Arkan-Golem nicht so blöd gespielt hätte. Also wir hätten es dann auf jeden Fall leichter gehabt, den zurückzuschlagen. Diese 4 Mana-Punkte, die ich da in dieser ohnehin schon ziemlich brenzligen Situation verschwendet habe, die haben die Situation unnötig erschwert. Trotzdem ist es jetzt nicht garantiert, dass wir sonst gewonnen hätten, wenn ich das jetzt besser gemacht hätte. Oder dass wir sonst diesen Angriff hätten zurückschlagen können. Aber insgesamt fühlt sich diese Niederlage so an wie eine, die jetzt nicht unbedingt hätte sein müssen. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zu der ersten Niederlage, die wir in dieser Episode heute hatten, wo der Gegner einfach besser war. In diesem Fall habe ich das Gefühl, unser Gegner war ungefähr gleich gut. Und da hätten wir mit ein bisschen Glück und ein bisschen, ja, bisschen mehr taktischem Geschick, glaube ich, die Runde auch für uns entscheiden können. Und das ist schade. Ja, das sind so die Runden, die man gewinnen sollte, wenn man wirklich Fortschritt machen will. Kommt immer mal vor, dass man einfach einen besseren Gegner erwischt. Damit muss man dann leben, aber die Runden, die man gewinnen kann, die sollte man auch gewinnen. Das war jetzt eine, die mich so ein bisschen ärgert. Eben auch, weil ich da selbst einen Fehler gemacht habe. Einen ziemlich offensichtlichen Fehler. Ich meine, bei den anderen Runden habe ich wahrscheinlich auch irgendwelche Fehler gemacht, aber dieser hier, der war... Uah. Ich meine, du siehst einen ganzen Trupp von Gegnern anmarschieren und spielst dann direkt vor sie die eine Einheit hin, die sofort getötet wird. Wobei, ich hatte jetzt auch nicht viele bessere Einheiten, glaube ich, auf der Hand. Ich hatte da nachher den Inkubus, der war ein bisschen effektiver. Ich weiß nicht, ob ich den da am Anfang schon hatte. Also, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich hätte machen sollen, aber auf jeden Fall was Besseres. Ich spiele den jetzt mal hier rüber, weil ich will jetzt hier eigentlich den Seelendieb haben. Ah, leider ist unser Gegner auch auf die Idee gekommen, dass man den Seelendieb spielen könnte. Und leider unterstützt er seinen mit einem Kettenblitz. Deswegen hatte mein Seelendieb jetzt keine Chance gegen seine. Ja, es ist okay. Das ist okay so.
Wir haben beide Brücken. Jetzt haben wir nicht mehr beide Brücken, aber wir haben gleich wieder beide Brücken. Auch wenn der jetzt hier die Brücke gibt. Oh, nee. Oh, in der Sekunde, wirklich. Kann auch Zauber spielen. Gut, hat jetzt nicht wahnsinnig viel gebracht. Aber wir haben immerhin die Brücken. Nee, hat sich auch schon wieder erledigt. Also auch das hat nicht wirklich viel gebracht. Und wir haben sie wieder zurück. Die Frage ist nur, wie lange hält das? Unser Gegner scheint relativ viele Karten zu haben, mit denen man Brücken sich auch wieder leicht zurückholen kann. Und er hat auch diesen verdammten Seelendieb. Den sollten wir jetzt aber auch einigermaßen schnell wegbekommen. Ah, Mist, der konnte den Vernichter noch vernichten. Ironischerweise. Das ist natürlich schade. Oh, und sie sind. Na, leider konnte die Wolke noch einen Schuss rausbekommen. Das ist auch schade. Habe ich vorhin irgendwie einen Satz angefangen, den ich nicht beendet habe? Irgendwas mit sie sind? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich sagen wollte, wie der Satz hätte weitergehen sollen. Er ist nicht weitergegangen. Finden wir uns einfach damit ab. Ah, Mist. Oh je. Oh je. Ja, auf der unteren Brücke kommen wir damit durch, aber was ist mit der oberen? Was machen wir damit? Ja, okay. Okay, das ist gar nicht mal so übel. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Da ist jetzt allerdings ein Seelendieb, den wir irgendwie wegkriegen sollten. Ich muss warten, bis er meinen Turm, bis er unseren Turm angreift, weil sonst sind die Drohnen ihm nicht gewachsen. Okay, wenn da unten der Vernichter hingespielt wird, dann spiele ich da oben den Arkan-Golem hin. Ja, das ist blöd. Der Seelendieb ist da schneller durchgekommen und hat schneller Schaden angerichtet, als ich erwartet hatte. Mein Kettenblitz hat jetzt allerdings auch ganz ordentlich Schaden angerichtet. Das war besser, als ich erwartet hatte. Ja, blöderweise hier. Naja. Ja, doch, jetzt spielen wir einfach mal die Scratch darunter. Wie sieht es mit den Erfahrungspunkten aus? Wir sind immer noch ein bisschen vorne zumindest. Das ist dafür, dass wir nicht besonders gut spielen, eigentlich ganz gut. Gut und schön. Ja, Mist. Gut, dass ich den Heilzauber nicht mehr gespielt habe. Der wäre jetzt sowieso völlig unnötig gewesen. Ah, Mist. Der wird jetzt hier alles... Ja, der hat jetzt unseren Angriff zunichte gemacht. Das ist jetzt blöd. Ja, das sieht schon besser aus. Und unser Gegner hat noch einen Heilzauber verschwendet. Das freut mich besonders. Und auch dieser Kettenblitz war ziemlich effektiv. Würde ich behaupten. Ja, das jetzt allerdings, das klappt jetzt nicht mehr so gut. Ah, der ist gerade so außerhalb der Reichweite unserer Meister gewesen. Das hat die Sache jetzt verkompliziert. Ah, Mist. Mist. Aber irgendwas muss ich spielen. Irgendwas muss ich spielen und das ist das hier, was ich jetzt eben ausgewählt habe auf die Schnelle. Gut, wir sind momentan unverwundbar.
wird nochmal geheilt. Das ist eine unangenehme Einheit hier. Okay, noch ein Kettenblitz rein. Wenn es denn sein muss, dann spiele ich halt auch mal an. Mal schauen, wie ihm das schmeckt. Hm. Besser als mir lieb ist. Nein, 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 das war die falsche Einheit. Das war nicht das, was ich spielen wollte. Ah, verflucht. Verflucht. Und doch. Wir machen einfach das Beste draus. Ja, ja, ja. Das Arkan-Golem hat leider nicht lang genug durchgehalten hier. Komm schon, Unterstützung für den Arkan-Golem. Also, Heilung für den Arkan-Golem. Und der Arkan-Golem ist auf die andere Seite verschwunden. Auch damit können wir leben. Unterstützung für den Arkan-Golem. Diesmal in Kettenblitzform. Das war gut getimt. Und natürlich wieder die Heilung für diesen blöden Typen. Das ist ganz, ganz schlecht für uns. Und der Seelenliebe auch noch. Oh je, das hat jetzt richtig Schaden angerichtet. Aber wir haben die Runde noch nicht verloren. Wir haben noch nicht verloren. Wir könnten das immer noch schaffen. Vielleicht. Vielleicht. Möglicherweise. Könnte sein. Ah, Mist. Ich habe den Zauber verschwendet. Ah, Mist. Naja, doch, wir haben es geschafft, tatsächlich. Obwohl ich den Zauber verschwendet habe. Aber da haben wir jetzt unsere Gegner letzten Endes überrannt. Ich glaube, wir hatten wahrscheinlich schon Mana Frenzy. Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum wir sonst so viel spielen konnten und unsere Gegner so wenig. Also nehme ich mal an, dass es daran lag. Wie sieht es denn jetzt mit der Zeit aus? Wie weit sind wir denn? 57, 43, naja, vielleicht... Ich meine, wir könnten noch eine Runde, aber ich glaube eigentlich, dass meine Videos sowieso fast ein bisschen zu lang sind. Also ich glaube noch länger. Ich glaube, wir sollten in Zukunft schauen, dass wir es ein bisschen bei unterhalb einer Stunde eher halten, als bei ein paar Minuten über einer Stunde. Also das liegen zumindest die Statistiken nahe, die aussagen, dass die wenigsten Leute die Videos wirklich zu Ende schauen. Also denke ich, können wir es dabei gut sein lassen. Und ja, also den großen Fortschritt haben wir zwar heute nicht gemacht, aber wir haben zumindest ein paar Punkte gemacht, zu 350 oder so. Ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und wie gesagt, wir haben noch 18 Tage, gute 18 Tage. Und von unserem Minimalziel, nämlich dem Meisterrang, sind wir jetzt nicht wahnsinnig weit entfernt. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass das klappen könnte. Also es müsste eigentlich klappen. Notfalls spiele ich halt in der letzten Woche der Saison mal ein bisschen mehr. Und dann sollte das eigentlich hinhauen. Die Frage ist eher, wie weit es dann noch nach oben geht, ob ich dann noch mehr schaffe. Aber ja, gut, das sehen wir dann in Zukunft. Dann tschüss und bis bald, euer Grimdor.